nachher durch die Diskussion führen. Ich bin Epidemiologe an der Universität Zürich. Nun, wir haben das Votum für das Mammographie-Screening gehört. Sie werden nun die Gelegenheit haben, von einem Experten, der selber im Swiss Medical Board war, zu hören, wie die Diskussionen und Schlussfolgerungen da lief. Es freut mich, Ihnen Professor Jüni von der Universität Bern vorzustellen. Er ist langjähriger klinischer Epidemiologe und hat vor kurzem die Leitung des Berner Instituts für Hausarztmedizin übernommen und kennt sich, wie gesagt, sehr gut auch mit dem Thema aus. Und er wird die Kontraposition einnehmen. Vielen Dank. Ich glaube, was wesentlich ist bei jedem Screening-Programm, und wir müssen uns klar sein, dass wir alle davon ausgehen, dass das eigentlich a priori eine gute Idee ist, dass wir nochmal verstehen die Probleme, die wir damit assoziiert sehen. Im Gegensatz zur klinischen Situation haben wir kein Mandat der Frauen oder der Männer, wenn es um PSA-Screening geht etc. Das heißt, alles, was wir an Schaden anrichten, ist potenziell oder sicherlich eigentlich iatrogen. Zudem kämpfen wir tatsächlich einfach mit einer sehr, sehr tiefen Vortestwahrscheinlichkeit, Gott sei Dank, für alle von uns als Männer und Frauen, als potenzielle Patienten. Das heißt aber, dass jeder Glitch, jedes Problem in der Spezifität eines diagnostischen Tests zum Problem wird, bezüglich der Outcomes in Leuten, Männern und Frauen, bei welchen dann am Schluss vielleicht was anderes rauskommt, als wir erwartet haben. Ich werde nicht auf die gesundheitsökonomischen Geschichten des Swiss Medical Board eingehen. Die waren für uns absolut irrelevant. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass man das auch aus dem Bericht weglässt, weil ich fand, diese Überlegungen waren zu naiv. Es ging hier um Benefit versus potenziellen Schaden. Und der Benefit, wenn man sich das hier anschaut, unabhängig, das ist nicht das Swiss Medical Board, sondern das Independent UK Panel, das kann man hier zusammenfassen. Das sind die randomisierten Studien, das sind individuell randomisierte Studien und auch cluster-randomisierte Studien, welche hier zusammengefasst wurden. Sie sehen alle Vertrauensintervalle der verschiedenen Studien eigentlich ziemlich weit überlappend. Auch die kanadischen Studien, die haben etwas eine Tendenz nach rechts, die hier, die haben etwas eine Tendenz nach links. Insgesamt macht es aber Sinn, wirklich dies zusammenzufassen in einem meta-analytischen Estimate da unten, das sind die 20%, die Herr Raget erwähnt hat, 20%ige relative Risikoreduktion bezüglich Brustkrebssterblichkeit. Und ich will die unbelassen sehen. Ich denke, man kann sich überlegen, ob es wirklich so groß ist, was auch immer, etwas größer, etwas kleiner, aber die 20%, die sind circa okay. Das ist der New England Journal Artikel, den Herr Raget erwähnt hat. Was wir dort dann gezeigt haben, ist das, was er ebenfalls bereits gesagt hat, nämlich für die USA jetzt, aber für die Schweiz ist die Situation sehr vergleichbar. Wenn 1000 Frauen im Alter von 50 über 10 Jahre Mammographie-Screening durchlaufen oder nicht durchlaufen, haben wir wirklich absolut ausgedrückt nach 10 Jahren diese Situation. 5 Frauen hier, die an Brustkrebs sterben, Gott sei Dank sind es nur noch 5, weil die Therapie so viel besser geworden ist in den letzten 20 oder 25 Jahren. Und diese entsprechend der 20%igen relativen Risikoreduktion, diese 5 Todesfälle werden auf 4 reduziert. Und nicht, wie die Frauen erwarten, 100 hier und 50 hier. Die Erwartungen der Frauen sind massiv überhöht und ich glaube, es ist wichtig, das auch zu realisieren da drin. Die meisten Frauen sterben an was anderem und das wissen wir auch wieder. Wir überhöhen alle das Risiko, effektiv an Krebs zu sterben, im Vergleich zum Beispiel an Herz-Kreislauf-Ursachen zu sterben. Das gilt insbesondere eben auch für Frauen im Alter zwischen 50 und 60. Wenn es dann um den Schaden geht, ist es tatsächlich primär die Überdiagnose. Wir sprechen nicht über die Falsch-Positiven, über die unklaren Befunde etc. Das lasse ich alles weg. Ich spreche wirklich jetzt nur über die Überdiagnosen, nehme wieder den Independent UK Panel hier zu Hilfe. Und was wir hier sehen, sind die 3 randomisierten Studien, welche tatsächlich vom Design her befähigt waren, sich die Überdiagnoserate anzuschauen. Und das hier ist im Prinzip der Prozentsatz von Krebsen, die während der Screening-Periode detektiert wurden. Der Überschuss an Krebsen hier in der experimentellen Gruppe, die zur Mammographie eingeladen wurden, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das sind circa 20%. Wenn die kanadischen Studien nicht funktioniert hätten, hätten wir in den kanadischen Studien auch keine Überdiagnosen gesehen. Die sind real effektiv da drin. Mit Überdiagnosen meinen wir nochmal effektive Krebse und effektive Dezis, In-situ-Krebse, welche
aber während der Lebenszeit der Frauen nicht zu einem Problem führen. Die werden weder symptomatisch, noch führen sie zu Fernmetastasen, noch führen sie zum Tod. Es ist nicht eine Fehldiagnose, es ist nicht ein falsch positiver und es ist auch nicht irgendwie das, was wir alle so gut kennen mittlerweile, dass wir uns alle selber medikalisieren. Es ist ein echter Krebs. Ein echter Krebs, der histologisch so aussieht, oder ein echtes Stasis, das histologisch so aussieht. Aber es wächst so langsam oder gar nicht oder geht sogar in Regression, niemand weiß das, die Studien fehlen dazu, dass es während der Lebenszeit nicht mal symptomatisch wird und ganz sicher nicht zum Tod führt. Es sind reale Krebse. Das Problem, das wir haben, ist, dass wenn wir das hier sehen, wir nicht differenzieren können zwischen Überdiagnosen und Krebsen, die symptomatisch geworden wären. Das ist nicht möglich. Das Einzige, was wir sagen können, ist auf Populationsebene, wenn wir 10 Frauen haben mit invasivem Krebs, effektiv, dass 2 bis 3 von diesen 10 Frauen, wenn das Mammographie detektiert wurde, alle diese 10 Krebse überdiagnostiziert werden. Aber es ist nicht möglich, im Einzelfall zu sagen, wer es ist. Wenn wir dann in die Dezis-Geschichte reingehen, wird es dann noch etwas problematischer. Dort sind es 7 bis 8. Und diese Zahlen, die beruhen alle auf randomisierten Studien, nicht auf Estimates von Beobachtungsstudien effektiv. Das basiert auf den randomisierten Studien, die wir haben. Wenn wir weitergehen, nochmal die Frage, ich gehe völlig damit einig, rechnerisch sind das vielleicht diese 200 Todesfälle, bei denen die Ursache möglicherweise verschoben wird von Brustkrebs auf was anderes, das ist das Problem. Wenn man sich nämlich die Gesamtsterblichkeit anschaut, wie wir das hier gemacht haben, insbesondere in den konsistenten Studien, ich werde auf die methodologischen Probleme, die wir hier bei diesen Studien sehen, nicht eingehen können in der Kürze der Zeit, sehen wir, aber auch wenn wir alles zusammenfassen, wir haben auf die Gesamtsterblichkeit keinen Einfluss. Das heißt, dieser eine Todesfall, von dem wir jetzt gesehen haben, dass wir den retten, in Anführungszeichen, weil tatsächlich nicht die Brustkrebsursache dort eintritt. Bei diesem Todesfall ist es nicht klar, ob es wirklich ein effektiv gerettetes Leben ist oder ob wir aufgrund von Kollateralschäden der Überdiagnosen einerseits, aber auch aufgrund von kompetitiven Todesursachen einfach die Todesursache verlagern vom Brustkrebs auf was anderem. Deswegen, wenn Sie das Dia vorher mit diesen Quadraten sich nochmal in Erinnerung rufen, haben wir im Prinzip insgesamt dort keinen klaren Hinweis darauf, dass insgesamt tatsächlich weniger Leben verloren gehen. Wir wissen es einfach nicht. Es kann so sein, es kann nicht sein. Wir wissen es nicht. Wenn man das dann balanciert und wieder wirklich dem unabhängigen Gremium aus England glaubt, dann heißt das, ohne Dezis eingerechnet, nicht 0,5 bis 2 Überdiagnosen, sondern 3 im Schnitt mit einer Unsicherheit drin, das ist ganz klar. Wenn die Dezis noch eingerechnet werden, sind es dann vielleicht 5 bis 6 Überdiagnosen pro einen verhinderten Brustkrebstodesfall, aber ohne dass wir sicher sind, dass wir tatsächlich Leben retten. Wenn man Frauen und Männer fragt, da waren Frauen und Männer da drin in diesem Survey von Wegwart und Gigerenzer, wie viele Überdiagnosen sie eigentlich bereit sind zu akzeptieren beim Prostatakarzinom und beim Brustkrebs, effektiv sagen 50%, ja, entweder gar keine oder eine pro verhinderten Todesfall und nicht 3, 4 oder 5, circa eine. Konklusion eigentlich aus dieser Geschichte, das ist nicht ein wirklicher Vortrag gegen die Mammographie. Wir sollten uns einfach wirklich klar sein, wir wissen nicht so genau, was abgeht. Es hat Benefits, es hat Harms, wir sind nicht genau im Bild, was eigentlich abgeht. Und deswegen sollten wir die Frauen und entsprechend selbstverständlich auch die Männer, wenn es um PSA-Screening geht, balanciert informieren. Was problematisch ist, ist, dass in allen Screening-Programmen eigentlich primär die Partizipationsrate als Qualitätskriterium gilt. Eigentlich möchten wir viel mehr eine hohe Proportion von Frauen, die adäquat informiert ist. Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Wir sollten adäquat informieren und die Frau unterstützen in ihrer Entscheidung, was sie will. Wenn sie sich entscheidet, ich will Mammographie, selbstverständlich. Wenn sie sagt, nein, aufgrund der Überdiagnosen, aufgrund von anderen Problemen, ich will diese Kaskade nicht, sollten wir sie ebenfalls unterstützen. Selbstverständlich, wenn Mammographie, dann in höchster Qualität. Aber wir sollten aufhören, selektiv zu informieren und deswegen die Frauen zu bevormunden in einer Situation, in der in der deutschsprachigen Schweiz und in Deutschland zum Beispiel das ein klar feministisches Thema ist.
wir sollten nicht paternalisieren, nicht bevormunden, sondern adäquat informieren. Aber wenn Mammographie, dann aus meiner Perspektive ganz klar innerhalb von systematischen Programmen, weil die tendenziell eine höhere Qualität haben. Ich ende mit diesem Zitat von Kennedy. Das Problem häufig sind nicht die Lügen, sondern die Mythen. Und a priori ist Screening immer eine gute Idee. Erst wenn wir dann wirklich in die Realität gehen, sehen wir, dass die Mythen, die persistent, überzeugend und realistisch sind, manchmal falsch sind.